Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Connab. Wir schauen uns jetzt die Unter Griesbach an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Agrartechnik Nordeifel, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Ist dementsprechend eine Karte, sprich neuen Spiel an, neuen Spielstand anfangen und Spaß haben. Die Karte ist Seasons Ready, ebenso ist sie für Mais Plus ausgelegt. Mais Plus ist dann FE, HE und CCM, was die Erweiterung angeht. Ja, die Unter Griesbach, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, spielt im wunderschönen Bayern, ist dementsprechend, soll dementsprechend auch original angelegt sein, mit wunderschönen Ortschaften, bis auf Hanzig kann ich und Niederndorf und Lemmersdorf kann ich da leider nichts großartig davon aussprechen. Wir haben auf dieser Karte insgesamt 8 Höfe, eine Biogasanlage, 113 Felder sowie 2 Verkaufsstellen für Getreide. Ja, das ist dann dementsprechend noch erstmal der Map-Überblick hier. Ihr seht, das ist eine schöne große Karte für alle, die da drauf stehen. Wir starten standardgemäß hier oben. Rechts, da haben wir dann auch schon unseren Hof mit einer Kuhweide, mit einem Hofsilo und unseren, wie nennt man das? Jetzt habe ich es vergessen, Farmhaus, mit unserem Farmhaus. Dieses Farmhaus ist dann auch je nachdem beschriftet, auf welchem Hof wir sind. Ne? Wir sind jetzt hier auf den Hof Diendorf. Dann haben wir einmal hier noch einen anderen Hof, ne, mit der Mast. Seht ihr dann auch hier aus dem Schweinegehege etc. Schauen wir uns aber alles gleich an. Verkaufspunkte, wie gesagt, prinzipiell haben wir hier die Weiber in dem Falle und noch ein anderer Handel, wo ihr eigentlich alles mit abgeben könnt. Wenn ihr Mais Plus mit aktiviert habt, in dem Falle habt ihr dann auch diese ganzen separaten Fruchtsorten hier noch mit dazu, was Mais Plus halt alles mit euch reinbringt. Das ist nämlich eine ganze Menge. Ne, prinzipiell haben wir an Multifrucht dann dementsprechend auch hier einmal noch den Roggen, Triticale, Dinkel, Luzerne, Klee, Ackergras, Pferdegras, Weidegras, Karotten, Zwiebeln, Elefantengras und sogar Senf mit dazu. Puh, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Bleiben wir noch kurz in der Übersicht. Wie gesagt, wir starten hier rechts mit oben. Dann haben wir hier oben noch einen Hof. Hier haben wir diesen Masthof mit dazu. Links davon haben wir einmal den Shop. Da weiter unten drunter haben wir den Viehhändler. Dann haben wir einen weiteren Hof zu unserer Linken. Unten haben wir dann den beim Niederndorf ebenfalls noch einen weiteren Hof. Dann in der Mitte haben wir noch einen. Rechts davon haben wir ebenfalls noch einen. Etwas weiter oben haben wir dann noch einmal die BGA. Also, wenn ihr auf viele Höfe steht oder im Multiplayer spielen wollt, da ist die Karte doch bestens geeignet. So, machen wir mal ein schöneres Lied hier an. So, ihr seht einmal hier, ne, da haben wir einmal den Hofeingang. Die Höfe sind alle sehr liebevoll gestaltet. Wenn ihr Animal Pen Extension und Co. auch wieder verwendet, ne, funktioniert auch ohne Probleme. Auch wenn es Standard ist, dass es funktioniert, ich erwähne es halt sicherheitshalber trotzdem immer mal wieder mit dazu. So, dann sehen wir einmal hier, sind wir schon dann einmal im ersten Stall mit drin, der auch sehr großzügig mit angelegt ist. Im Map-Overlay sehen wir auch hier, das ist in dem Falle die Kuhweide mit dazu. Ne, ihr habt eigene Sound-FX mit dabei. Ne, wie man unschwer hören kann, das alles ist mit dabei. Ansonsten lassen sich auch sämtliche Türen und Kuh öffnen. Ne, Animal Pen Extension, auch hier alles schick schön. So, dann haben wir einmal weiter hinten dann die Auslagerung für die Gülle. Soweit so klar. Wir haben Unterstellmöglichkeiten, auch wieder en masse mit dabei, wenn ihr auf einfach startet, ne, logischerweise Startequipment mit dazu. Wir haben diese urigen alten Fachwerkhäuser hier auch noch mit dabei. Und da muss man wirklich sagen, die sehen soweit auch alles sehr schick aus. Lassen sich dementsprechend auch öffnen, wie ihr seht. Ja, wo ihr dann Zeug hier drinnen mit einlagern könnt. Ihr habt teilweise Lichtschalter mit dabei, dass ihr separat auch noch Licht mit ein- bzw. wiederum mit ausschalten könnt. Auch das hat einen separaten Sound-FX mit dazu. Ja, wir haben hier außen im Allgemeinen Beleuchtung dabei, sodass wir auch nachts hier etwas sehen. Ansonsten sind die Texturen, was die Fachwerkhäuser hier angeht, auch knacke scharf. Also das sieht alles wirklich stolli aus. So, auch hier können wir rein. Dann sehen wir, ach, wunderbar, eine kleine Werkstatt, also dementsprechend auch noch mit dazu, beziehungsweise Hofsilo in dem Falle hier, aber auch noch mit Unterstellmöglichkeiten, könnt ihr theoretisch auch noch einen Trigger mit reinsetzen. So, noch mehr Unterstellmöglichkeiten, falls noch nicht erwähnt, ne? Auch hier, das gehört alles in dem Falle noch mit dazu und dann geht es hier einmal wieder raus. Prinzipiell, wenn wir uns das Ganze hier von oben anschauen, sehen wir, das ist schon für einen Hof eine durchaus große Fläche, haben auch noch Silos hier mit dazu. Ne, also könnt ihr alles nutzen. Wir haben separate Höhenunterschiede, wie ihr hier seht. Ne, hier auch nochmal ein Durchfahrsilo. Also alles mit dabei.
Ich brauche, glaube ich, nicht zu erwähnen, dass die Karte auch sehr detailverliebt ist, also neben Ortsausgang, Ortseingangsschilder, was auch hier im Landkreis Passau, in dem Falle das Diendorf, wenn man es so ausspricht, mit dabei ist. Da wurde sich versucht, so gut wie möglich an der Realität mit zu orientieren. Ebenso haben wir viele Einfamilienhäuser hier, die aber auch nicht einfach nur so dastehen, sondern ihr könnt da auch wirklich mit drauf fahren. Ja, also alles im Endeffekt hier mit begehbar. Verkehrsschilder haben wir überall, ab und zu mal solche kleinen Details hier wie Kaugummiautomaten und oder irgendwelche Werbeplakate wie hier das vierte Bulldog-Treffen in Altenbach aus dem Jahre 2019. Schön war es vor Corona. Ne? Und da ist alles hier mit dabei. Wenn wir uns dann mal weiter hier fortbewegen, dann sind wir auch hier schon wieder beim Ortsausgang mit dabei. Machen wir mal ein bisschen schneller. Seht ihr dann nämlich hier auch schon mal die Felder. Die Felder sind, wie gesagt, mit ca. 113 Stück sehr zahlreich und haben auch die unterschiedlichsten Formen. Also alles rein quadratisch gesehen gibt es hier, wenn man mal Feld 32 und sowas hier sieht, zwar auch, aber ansonsten gibt es da viele unterschiedliche Formen. Genauso wie hier die Wiesen, die sind in den Feldern mit dazugezählt, deswegen kommen wir auf insgesamt 113. Da halt nicht wundern, ist alles mit dabei. Wir haben auch hier separate Forstflächen mit dabei, die ihr euch dann noch kaufen könnt. Na, also alles sehr, sehr schön und nicht alles so standardisiert, wie man es halt von Giant Standardkarten in dem Fall halt kennt. Ne? Also das ist wirklich alles mit dabei. Verschiedene Größen, mal groß, mal klein, mal mittel. Ne? Ihr seht hier, haben wir auch unsichtbare Wände mit drin, um halt das Map-Ende etwas um uns auf Map-Ende halt zu blockieren. Und trotzdem ist das sehr, sehr schnieke gemacht, weil wenn man jetzt hier einfach so fährt, sieht man theoretisch nicht, dass da hinten das Ganze dann so aussieht, wie es aussieht. Sondern man denkt, okay, es geht halt einfach hier runter. Also auch das wurde ganz schnieke gemacht. Also, dass das Ganze auch ein bisschen realistischer aussieht. Ja, ansonsten gehen halt überall Straßen durch. Klassischer Fall, wir haben KI-Verkehr. Wenn wir ihn anschalten oder angeschaltet habt, könnt ihr ja auch schenkt nochmal wiederum ausschalten. Das ist alles kein Problem. Ja, auch hier sieht man dann, es geht dann hier wieder Richtung Map-Ende. Wir haben überall solche kleinen, schönen Einfamilienhäuser, die teilweise Garten haben, teilweise halt nicht. Hier haben wir dann zum Beispiel den nächsten Hof, den wir auch wieder hier mit benutzen können. Zum Beispiel gibt es hier eine schöne exklusive Landmilch, die es halt exklusiv bei Lidl in dem Falle halt mitgibt. Ne? Auch da ab und zu mal Werbeplakate mit drauf. Hier haben wir auch nochmal Bauernhof Urlaub Bayern. Ihr seht, wir können hier oben die Türen aufmachen, wir können die hier unten aufmachen. Können dann auch wieder hier mit reinschauen, alles mit dabei. Auch Animal Pen Extension, wie gesagt, funktioniert alles ohne Probleme. Mit eigenem Farmhaus, ja. Also, da könnt ihr halt hier euren eigenen Hof wiederum benutzen. Auch hier einmal von Hörmann. Die Hallen mit drin. Ne? Alles nutzbar. Wir haben Lichter mit drin, die ihr separat über Lichtschalter wieder anschalten könnt. Ne? Alles auf jeden Fall mit dabei. So, gehen wir einmal wieder hier in die Übersicht mit rein. Denn wir sehen jetzt gerade hier. Dann haben wir nämlich noch den anderen Hof. Das switchen wir jetzt einmal schneller hier dorthin. Auch hier seht ihr auch wieder ein eigenes Farmhaus, eigene Unterstellmöglichkeiten und eigene Tierzucht mit dabei, die ihr halt mit nutzen könnt. Wie gesagt, ideal für Multiplayer, auch hier Animal Pen Extension, alles schick, alles schön. Hier haben wir eine allgemeine Verkaufsstation, wie gesagt, das basiert alles auf LS Standard. Ihr seht auch hier, Global Company separat, ist aktuell nichts mit drin, könnt ihr aber auch natürlich nach euren Herzenslust erweitern. Ne? Das ist ja das Schöne an GC. So, gehen wir am nächsten Hof hier runter. Ja, das seht ihr auch hier, das ist einmal unser Farmhaus und auch hier wieder diesen Stall mit drin, der natürlich auch vollumfänglich nutzbar ist, wenn ihr das Ganze denn hier machen wollt. Ja, das ist dann einmal hier unten. Riesengroß, riesengroß, ab und zu auch mal wieder solche Einfamilienhäuser, klassischer Fall. Dann haben wir hier einmal noch für die Pferde das Ganze, einmal bitte öffnen, vielen Dank. Nochmal öffnen und dann haben wir jetzt hier unsere Pferdekoppeln mit drin. Ne? Ist halt besser als wie einfach nur, wie sagt man so schön, Außengelände, bilden was zu fressen, have fun. Ne? Also das ist wirklich schon eine schönere Pferdezucht bzw. allgemein Pferdebetrieb in dem Sinne. So, wenn wir uns weiter nach oben bewegen, haben wir dann hier noch Hof Hansig. Gehen wir natürlich auch einmal hin. Auch hier wieder separate Silos mit dabei, auch natürlich wieder Viehzucht. Alles kein Problem, alles in dem Falle auch wiederum mit nutzbar. Gegenüber haben wir dann gleich mal noch den Verkaufspunkt und den Viehhändler, na, wo ihr eure Tiere dann auch kaufen könnt. Gut, das Gebäude kennt man ja bereits soweit, aber es ist auch nicht das Problem. Hier ist dann dementsprechend die Verkaufsstelle. Wenn wir uns dann wiederum einen Tick weiter nach oben bewegen, kommen wir einmal zum Shop. Ja, auch hier nochmal zu beachten, also das ist im Endeffekt eine Deko in Anführungsstrichen. Aber ihr seht, ihr könnt trotzdem hier reinfahren, zum Beispiel irgendwas unterstellen. Ne? Also alle Gebäude sind in dem Fall auch mit nutzbar. Hier haben wir dann einmal den Shop. Ne? Auch der ist recht schick gemacht, muss man sagen.
ne, mit Verkaufspunkt, beziehungsweise hier Icons natürlich auch alles noch mit dabei, ne, alles kein Problem, hier auch mal mit Innendekoration, sonst sieht das immer so leer aus, ne, auch da alles mit dabei, alles schick, alles schön, ne, man sieht auch hier Technik, Landmaschinen, Werkstätte, Kleinmotoren-Service, Reifenservice, ne, wir gehen einmal kurz hier oben mit rein, seht auch hier noch, ne, komplette Werkstatt und Co., alles schick, alles schön. So, gehen wir einmal wieder hier raus, beziehungsweise ich versuche mich hier wieder raus zu klitschen, wunderbar. Dann seht ihr hier, ist auch einmal offen, ja, könnt ihr einmal hier durchfahren. Ja, und dann ist das hier der Händlerbereich, riesengroß, also ich glaube platztechnisch sollte es euch da nirgendwo mangeln. So, dann haben wir einmal hier oben noch Bio-Fernwärme, da könnt ihr dann euer Hackschnitzel in dem Fall mit verkaufen. Ist halt auch so Standardfunktion, die ihr halt so bereits kennt. Dann gehen wir einmal hier in die Mitte rein, Richtung BGA. Ja, das ist dann nämlich hier das BGA-Gelände. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben. Seht ihr denn dementsprechend auch hier drei Durchfahrsilos mit dazu. Hier fahrt ihr einmal rein, zack, über die Waage. Ja, separate Gebäude bzw. kleinere Dinge noch, die hier mit rumstehen. Könnt ihr natürlich auch betreten. Hat auch alles wieder seinen eigenen Sound, sodass ihr auch neue Fahrzeuge und Co. mit abstellen könnt. Ansonsten habt ihr halt hier hinten dann den Fermentierer. Und das ist mal eine schöne Sache. Ne? Einfach rückwärts ranfahren, auskippen, bumm, fertig, aus. Ne? Das Ganze ist nämlich hier im Boden so halbwegs versenkt. Ja, auch mal eine schöne BGA. Hat man so jetzt auch noch nicht häufig gesehen. Ebenfalls ich nicht. Ihr vielleicht dementsprechend schon. Ja, da haben wir hier oben noch, wie gesagt, den Mastbetrieb. In dem Fall jetzt hier Schweine. Auch das lässt sich halt alles, ne, öffnen. Und benutzen. Ist auch nachts, wie gesagt, alles mit beleuchtet. Überall sind Lichter mit drin. Dann geht es hier weiter oben. Da haben wir dann auch noch einen Hof. Ja, auch hier könnt ihr alles wieder mit benutzen. Öffnen. Unterstellmöglichkeiten. Tierzucht. Alles, was ihr euch halt eben so vorstellen könnt. Ja, seht ihr hier, wunderbar. Kennt man ja bereits auch schon das Gebäude. Ja, also alles schön. Ja, zu den Wäldern selber, ne, wir haben halt die Standardbäume, die man halt so kennt, die könnt ihr halt dementsprechend alle fällen, es gibt dann auch unterschiedliche Sektoren, nenne ich es einfach mal, ne, ihr seht das hier, also ihr müsst nicht alles mit einmal kaufen, sondern das ist separat auch nochmal alles abgegrenzt, sodass auch die Forstliebhaber hier auf ihre Kosten kommen. Prinzipiell, wenn ihr auf einfach startet, seht ihr hier noch Feld 60, der erste Hof und einige andere Felder unten rechts gehören euch schon mal, wenn ihr natürlich auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, ist das Ganze dann nochmal ein Tick weniger, ne? Sollte aber auch dementsprechend mittlerweile klar sein. Ja, und das ist eigentlich prinzipiell, was man im Groben über die Karte sagen kann. Sie ist schön groß, gerade die Konsolenspieler werden sich da, denke ich, mal schön dran freuen. Gut, zugegebenermaßen, durch die MB-Größe sind das natürlich auch einige Slots, die euch da wieder flöten gehen, aber das ist halt nur mal der große Nachteil, den ihr auf der Konsole habt. Aber auch für PC-Spieler, gerade Multiplayer, die da gerne mal ein paar Seasons fahren, ne, mit 8 Typen könnt ihr also mindestens schon mal zu 8 spielen, dann noch zu 2 habt ihr 16 Mann voll. Ne, und ihr habt auf der Karte selbst mit 16 Mann mehr als genug zu tun, würde ich sagen. Wenn ihr Global Company noch mit dazu nehmt, dann natürlich noch mehr. Aber schöne, schöne Karte, schöne Details, ne, und schön nachgestellt. Ja, merkt man halt, man ist Bayern. Ne? Also man ist ein Bayern, in dem Sinne. So, gut, Thema Lok, ihr wisst, wie es bei Maps halt ist. Ihr jetzt bei den ersten Rundumflügen, hier ist jetzt erstmal nichts Großartiges aufgefallen. Wir haben zwar hier Error drin, eine Corrupt Safe Game Item 10 mit Manual-System, Corrupt Safe Game 11, irgendwas mit Manual-System, weil ich das Manual-System jetzt in dem Falle, glaube ich, nicht aktiv habe. Kann sein, dass er deswegen was rausschmeißt, aber das ist im Prinzipiellen auch relativ egal, weil wenn ihr es mit drin habt, ne, dann sollte dieser Fehler nicht kommen. Ansonsten kommen mal die meisten Unstimmigkeiten erst zustande, wenn ihr hier aktiv drauf spielt. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Spielen, im Forum melden, ne, und Agrartechnik Nordeifel wird das Ganze dann fixen, wenn es denn auch ein Fehler ist. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer mit in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.